Quicktime TV war zu Gast bei den U12 Staatsmeisterschaften auf der Anlage des Alt-Erlaer TCs. Zunächst stand alles im Zeichen der Mädchen. Die Top 4 gesetzten Spielerinnen trafen in den beiden parallel stattfindenden Semifinalspielen aufeinander. Auf dem vorderen Platz hatte es die Vorarlbergerin Emily Meyer, ihres Zeichens Nummer 2 des Turniers, mit der für den Post SV spielenden Anna Schmid zu tun. Während auf dem hinteren Platz die hier in Grau spielende Valentina Zavic, ebenfalls vom Post SV und die Nummer 4 des Turniers, gegen die Nummer 1 des Turniers Nina Geißler antrat. Anna Schmid verlangte Emily Meyer alles ab. Die Partie ging in den dritten Satz. Wer hier die Oberhand hatte, verraten wir in Kürze. Die Nummer 1, Nina Geißler, ließ im Semifinale gegen Valentina Zavic nichts anbrennen. Die für den TV Höchst spielende Vorarlbergerin und die Nummer 1 des Turniers war auch im Endeffekt die technisch versiertere Spielerin und schon einen Schritt weiter als ihre Konkurrentin. Ach ja, da war ja noch das andere Semifinale. Emily Meyer konnte leider nicht so viel Kräfte sparen wie Nina Geißler. Sie musste gegen Anna Schmid über 3 Sätze gehen und siegte schließlich 6-0, 4-6 und 6-3. Ja, also herzlich willkommen jetzt auch von meiner Seite in meinem ureigenen sozusagen Stammclub, wo ich begonnen habe vor 100.000 Jahren. Es ist fast nicht mehr wahr. Jetzt habe ich die charmante Petra Rusecker da bei mir, die ihres Zeichens für den ÖTV Talente sichtet. Ich wäre froh gewesen, ich hätte in dem Alter angefangen. Petra, was kann man sagen, wie ist das Niveau allgemein so? Ich bin eigentlich recht zufrieden mit den Spielen, die ich da gesehen habe. Gutes Niveau, guter Fighting Spirit von den Kids. Also man muss sagen, sie haben sich alle wahnsinnig ins Zeug gehauen. Die Spiele waren sehr fair, sind sehr fair abgelaufen, was ich auch sehr toll finde. Ja, generell gutes Niveau, gute Kids. Bist du extra angereist aus dem fernen Tirol, da in den Osten? Wie ist so dein Eindruck, wie ist das Niveau über ganz Österreich? Kann man da irgendwas sagen, kristallisieren sich irgendwo sozusagen eine Tennishochburg heraus? Nein, man muss sagen, dass generell in Österreich gut gearbeitet wird in dem Bereich und dass es da regional eigentlich jetzt keine Unterschiede gibt. Also auch wenn man jetzt da die Semifinale anschaut, eigentlich Burschen und Mädchen aus alle Teilen von Österreich dabei. Wir freuen uns ja, dass wir da auf Breaktime heute dabei sein können. Der Dennis Schneckerl, wie er heißt, hat alles schön bildfest gehalten, ganz brachial, wie er das immer so macht. Wir haben auch gesehen, diese harten Kämpfe, da geht es ordentlich zur Sache. Welche Namen kristallisieren sich denn heraus? Wer ist dir aufgefallen? Naja, wir haben jetzt da schon ein Semifinale gesehen mit Finalcharakter, wo der Benedikt Emesch gegen den Alexander Hillhaus gespielt hat, die jetzt da sich 3,5 Stunden duelliert haben. Wie gesagt, das war eigentlich schon ein frühzeitiges Finale. Man muss auch sagen, dass die Nummer 1 U12 hier gefehlt hat. Das ist der Filip Misulic, der bei den U14er angetreten ist, bei den U14-Starts, die jetzt zeitgleich stattfinden und dort tollerweise ins Semifinale gekommen ist. Also der beste U12 ist schon einen Sprung weiter. Also die spielen ja immer besser, man kann das auch sagen von sich selber aus. Früher habe ich einmal gespielt gegen einen Hipfel, wie er 14 war, das ist sich gerade noch ausgegangen. Heute tue ich mir schon sehr schwer mit 12-Jährigen, also das Niveau wird schon besser, man wird auch älter leider, aber es ist natürlich alles zusammen, aber man kann schon sagen, oder, dass die immer besser werden, die Jungen. Ja, besser und es wird, die Dichte ist einfach größer und vor allem international. Also früher hat es U12 schon viele Freilose, sage ich jetzt einmal, gegeben, international, aber die Dichte ist jetzt schon so groß, dass wenn man auf U12 auf international nationales Turnier fährt, dass die alle schon sehr professionell arbeiten und dass es da einfach schon sehr schwer ist, sich dort durchzuspielen. Es ist natürlich auch immer dann sehr schwierig, das weiß man, wenn man den Begriff Verheizen einmal so in den Raum stellt. Wie gehst du das an? Manche sind natürlich körperlich nur ein bisschen filigran, die anderen sind schon robuster. Jeder will so früh wie möglich voll trainieren. Was ist da angeraten?
Ja, das kommt immer darauf an. Es ist ganz schwierig, da die Mischung zu finden. Manche Kinder sind ja akzeleriert, also die sind schon in der Entwicklung weiter. Manche sind vielleicht noch ein bisschen weiter hinten. Es gibt auch vom Trainingsalter große Unterschiede, wie oft Kinder schon trainieren. Wenn es das Rezept geben würde, würde ich es gerne verraten. Es ist halt wirklich unterschiedlich und das wissen wir ja, dass der Weg an die Spitze einfach bei jedem Kind, bei jedem Jugendlichen anders ist. Warst du selber im Profibusiness? Kannst du noch für all jene, die es nicht so genau wissen, ein bisschen eine Job-Description geben? Was ist dein Teil, dein Part im ÖTV genau? Jetzt bist du ja extra angereist, also du machst viel aus Tirol. Ja, also meine Aufgabe ist, also ich bin zuständig für den Bereich U11, U12 im ÖTV. Das heißt, ich mache Scoutings, Kadereinteilungen, Organisation und betreue dann die Kinder bei den internationalen Turnieren, also die wir dann koordinieren vom ÖTV aus. Okay, noch irgendein Schlusswort, irgendein Wunsch für die Zukunft, außer dass wir natürlich da vielleicht die nächste Chat und den nächsten Muster sehen? Naja, ich hoffe, dass dass in vielen das Feuer brennt fürs Tennis, so wie es in mir brennt. Ja, und wünsche eigentlich allen viel Spaß an der Arbeit am Tennisplatz. Danke, also ich spüre es schon brandeln. Ich hoffe, man hat das auch mitbekommen, die Euphorie, die da herrscht. Und ich glaube, da sind die Kids sozusagen in besten Händen. Danke. Danke. Petra, viel Spaß noch. Danke. Einen absoluten Tennis-Leckerbissen bekamen die Zuschauer dann am Center Court zu sehen. Die Nummer 2 des Turniers, Benedikt Emesch aus Salzburg, traf auf den mit 2 Staatsbürgerschaften spielenden Alexander Hillhaus. Er war bereits im Frühjahr bei den Hallmeisterschaften im Finale. Dort unterlag er Filip Misulic, der wiederum zu demselben Zeitpunkt bei den U14 Staatsmeisterschaften, also eine Altersklasse höher, sein Glück versuchte. Das ähnliche Spiel der beiden ließ ein schnelles Ende auch nicht zu. Es war zu erwarten, dass dieser Kampf über 3 Sätze geht. Wie kräfteraubend diese Partie war, zeigen die folgenden Ballwechsel.